Ja, es ist Matthias Müller-Blech. Im nächsten Film stelle ich euch Google Drive vor, die Diktierfunktion. Spart euch viel, viel Zeit und Geld. Ihr müsst nicht alles schreiben. Bleibt dran. Wenn euch der Film gefällt, einfach Daumen nach oben. Hallo, das nächste Tool, was ich euch vorstelle, darauf freue ich mich schon lange, lange, weil euch das sehr, sehr viel Zeitersparnis bringt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es bringt euch richtig vorwärts. Denn wie oft muss man ein E-Book schreiben oder sehr öfters mal einen Blog schreiben oder eine Word schreiben oder eine Nachricht schreiben oder einfach einen Text schreiben für irgendwas, was ich jetzt versende. Und das kann ich mit einem Tool ganz schnell unproblematisch schreiben und machen. Und zwar bespreche ich das. Ich möchte, wie gesagt, hier das Tool vorstellen von Drive. Man muss natürlich Google immer wieder loben, so leid einem das tut. Es ist nun mal alles bei Google enthalten. Du brauchst keine anderen Programme mehr. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir gehen mal auf ein Dokument erstellen. Das geht da hier drauf. Das wisst ihr noch. Das geht da drauf. Okay. Und wir machen eine neue Google Docs auf. Schreiben wir einfach mal einen Text, so ganz schnell. Ich lese hier so einen Text vor und das Tool siehst du hier oben, in den Tools drauf gehst, gehst auf Spracheingabe, dann hast du das hier stehen und wenn du dann loslegen willst, gibst du einfach hier auf das Zeichen. Schon geht er los. Siehst du, geht schon los. Du schreibst ja alles mit, was ich jetzt spreche. Ganz, ganz schnell und vor allen Dingen macht kaum Fehler. Ja. Absatz. Absatz. Punkt. Okay, geht's los. Das vervollständigte unterschriebene Antwortformular. Sorry, nochmal zurück. Nochmal anfangen. Los geht's. Das vervollständigte und unterschriebene Antwortformular. Punkt. Absatz. Eine Unterschrift der versicherten Person nur bei lebenslanger monatlicher Rente. Punkt. Absatz. Den Originalversicherungsschein. Punkt. Absatz. Falls Sie als Versicherungsnehmer nicht der Bezugsberechtigte für die Erlebensfallleistung sind oder noch keinen Bezugsberechtigten benannt haben, bitten wir um Benennung des oder der Bezugsberechtigten und dessen oder deren Identifizierung durch eine beglaubigte Kopie, Punkt, Absatz, Vollmacht, Beauftragung zur Datenübermittlung. Er sucht sich dann immer das raus im Wörterbuch, geht also ganz, ganz schnell. Okay, es macht so richtig, nochmal anmachen, ich muss immer froh sein. Es macht natürlich so richtig Spaß, da geht's wieder los hier und schreibt alles auf. Du kannst dir wunderbare Texte, was dir so in Kragen kommt, was dir so einfällt, schreib's einfach auf. Du musst natürlich dann am Ende diesen Text von Hand formatieren. Du hast dann natürlich viele andere Möglichkeiten, zeige ich dir dann nochmal. Aber es macht so richtig Spaß. Du kannst natürlich auch hier oben, siehst du das, bei dem Tool jetzt eine Rechtschreibprüfung machen, nehmen wir mal, fangen wir mal an. Okay. Und jetzt schreibt er an, Vollmachtbeantragung. Aha, falsch geschrieben, ändern. Das war's schon. Oder du kannst natürlich auch hier das Tool einsetzen, von Übersetzung, Dokument übersetzen lassen. Sprache auswählen. Nehmen wir mal an, wie ich, was wir kennen, du Englisch, machen wir Englisch. Übersetzen. Schon arbeitet er diesen Text auf. Obwohl ich da sehr vorsichtig sein würde, er hat es zwar gemacht, aber das Google-Übersetzungstool finde ich nicht so genial. Einige Fehler gibt es, einige andere bessere Übersetzungsprogramme habe ich euch schon vorgestellt, aber das war nur mal so ein kleiner Gag am Rande.
kann man ja auch natürlich machen, wenn es um kleine Texte geht. Oh, bedanke mich und man sieht und hört sich im nächsten Video, euer Matthias. Wenn euch der Film gefallen hat, könnt ihr unten meinen Kanal abonnieren unter diesem Film. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Matthias Müller-Blech.